Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, wir sind. Mein Alkohol! Oh, Gott, was ist hier los? haben wir hier geschlafen? Oh, haben wir Wildschweine im Haus? Ich glaub schon. Ich geh mal auf die Toilette, ja? Ja. Ich muss ganz dringend pipi. Bitte auch 15 laufen lassen. Ganz dringend pipi. Fritz! Warte. Harry? Ich will hier pipi machen. Ich kann Harry! Darf ich das machen? Fritze, darf ich das? Ja, mach mal. Aber es ist kein Flirten jetzt, okay? Okay. Harry, Schnuckelschnell, ja, du bist zu Hause. Komm, steh auf, Schatzi. Komm. Chef, du gehst nicht allein auf die Welt. Komm schon, aufstehen jetzt. Du sitzt in meiner Wanne, ich will scheißen. Raus hier. Nein, Chef, du gehst nicht allein auf die Welt. Okay, jetzt darfst du. Hab's probiert. Harry. Harry. Ja. Harry? Fritze? Geht's dir gut? Harry, alles okay bei dir? Liv? Harry? Oh, Scheiße. Habt ihr vielleicht ein Handtuch? Ja, warte. Ich muss aufs Klo, Harry. Ja, Harry. Danke, okay. So. So, warte. Ach, so. Ich muss mal kurz hier rausspringen. Ah, so. Wolltest du mal duschen oder was? Oh, das ist. Oh, warte, das muss ich machen. Warte, ja, Fenster. Oh Gott. Harry, mach das doch nicht. So, ich mal. Warte. Ja. Mach mal kurz hier aufs Klo. Warte mal. Oh, Harry, nein! Ich geh raus. Harry! Scheiße. Ich geh schon mal nach unten. Oh, was ist denn hier los? Leute? Geht's euch gut? Mein Alkohol. Wer liegt denn da hinten hinter der Palme? Hallo? Oh Gott, was ist denn hier los? Lass mich schlafen. Stefan! Hallo Stefan! Guten Morgen! Aufstehen! Oh nee, Liv, lass sein! Komm Stefan, es gibt Frühstück! Happy, happy! Ich will schlafen! Nee, du kannst auch anders schlafen! Zack, zack! Oh Gott, das sind immer wie kleine Kinder! Ja, da schläft jemand hinter der Palme! Ich glaube, das ist der Junge! Hab ich das Wort Palme gehört? Guck mal her, Handtuch ist weg! Ist doch Restalkohol! Harry! Ein schöner Anblick. Pass auf, dass du nicht auf den Brunnen ausrutschst. Was? Boah, Brunnen? Oh. Harry! Pack dein Ding wieder ein, bitte. Das ist nicht mehr schön. Naja, aber das Handtuch hängt gerade so oben. Ey, ja, macht nichts, wo ist die Küche? Darfst du mal vorbei, Liv? Ja, so, danke. So, wo ist die Küche? Jupp. Was macht denn hier so laut, Alter? Mama? Christel, ja. Hallo! Christel, nein, du kriegst nicht meinen Johnny. Nein, Christel, steh auf! Oh, hallo, Liv. Du bist bei mir zu Hause. Oh, hallo, Gustav. Was hast du hier gemacht? Das sieht aus wie so, was sind das für Flecken auf der Couch, ja? Aber Juppi, ich hab gern, du. Nein, nimm mir meine Alkoholflasche nicht weg. Sag mal, so, Nachschub. Der fährt aufstehen jetzt. Erstmal ein Konterbier, oder? Doch komm schon, steh auf. Oh, guck mal hier, Jupp. Pass mal auf, ich schicke jetzt. Bitte? Wer ist das? Steh jetzt auf. Ich stehe ja schon auf, aber bitte lass mich. Ist ja nicht die Bella. Also Liv, die Flecken sind nicht meine Alkoholflasche. Ja, natürlich. Oh, ich hab Kopfschmerz. Gib mal her. Mein Alkohol. Her, die Wasser. Was ist denn hier los? Meine Fiete.
Hallo, Bella, Kuckuck. Die umarmt die Sektflasche. Die umarmt die Sektflasche. Ich schmeiß euch alle raus hier. Ihr räumt jetzt das Haus auf, bis es glänzt. Ja, räumt mal das Haus auf. Treffen schon Bier. Ich komm, lass abhauen auf euch. Bin ich wahr. Harry, stopp. Hat jemand eine Handtuch? Harry! Bella? Ah, ich brauche ein Handtuch. Ich bin hier immer noch im Bikini. Bella. Hast du Emily gesehen und Tom? Nee, ich bin immer. Ich meine jetzt mein Huhn und mein Hühnchen im Traktor, die sind weg. Warum flitzt Harry hier nackt rum? Was? Du räumst mit auf. Oh mein Gott, ein Würstchen. Bella, hast du wieder meine zwei Hühner freigelassen? Was? Würstchen, ich hab Hunger. Ja, komm, Jupp, wir fahren. Ja, dann Jupp, der Harry hat da eins. Du musst nur Jupp, geh zu deinem Kollegen, der hat ein Würstchen. Leute, also Liv. Leute, ja, ich wenn ganz hier kurz zwei Hühner rumlaufen, das sind meine zwei, ich glaube. Oh Gott. Aber ich wollte so eure Aufmerksamkeit. Wenn es ums Aufräumen geht, ich habe meine Klappe. Cool. Also, ja, in der Küche, im Kühlschrank. Es war ein legendärer Abend. Es war richtig schön. Hat mir sehr gut gefallen. Können wir gerne wiederholen. Nein, darf ich die Alkoholflasche mitnehmen? Kannst du haben. Oh, geil. Ich bin mal weg. Die nächste Party findet auf jeden Fall am Landhandel statt. Okay, Landhandelparty. Ja, gib mir doch, danke, Stefan. Gut. Hat jetzt jemand meine zwei Hühner gesehen? Harry, fährst du? Oh, nee, wow. Ist er wieder eingeschlafen? Was? Harry, sag mal, ziehst du dir auch noch was an? Moin, bitte. Nee, so ist es. So du bist bei mir, zu Hause. Harry fährt gerade nach Hause. Renn schnell mit. Da war der Bayer, der sagt auch nichts mehr, ne? Nee. Da hab ich auch noch angelegt. Bella, du fährst. Mit dem Anblick kann ich mich doch nicht wieder erholen. Halt dein Würstchen weg. Ja, es ist nicht schön, Bella. Gustav hier. Der Fritze! Wartet, Leute. Der Bayer steht bei mir am Tor. Nicht, dass er euch abfängt wegen Restalkohol und sowas. Okay, warte, ich setz zurück. Na, warte, dann tausch mal kurz, Bella. Ich fahre. Okay. Oh nee, du bist doch nackt. Macht ja nix. Oh, Harry, jetzt pack das Würstchen ein, ich kann das nicht mehr ertragen. Oh, warte, Liv, extra nochmal für dich. Schmied! Oh, Harry! Warten Sie, Liv, den Badeanzug kriegst du wieder, gewaschen. Ja, bitte gewaschen und am besten neu kaufen. Ja. Du hast den Badeanzug doch an? Yep. Aber. Hallo. Komm mal aus dem Auto raus. Okay. Nein. Ich muss Ihnen kurz was zeigen. Komm mal. Okay. Schlecht. Gerade ganz schlecht. Allgemeine Verkehrskontrolle. Kommen Sie jetzt kurz mit. Herr Bayer, der ist. Der ist ja, nackt. Zu mir. Kommen Sie mal mit. Der Körper hat nichts. Friedrich, mal aufpassen, gell? Stecher. Stefan. Was? Mach mal einen entspannten. Wir machen hier gerade Fahrzeugkontrolle. Ja, ich muss den Bayer jetzt was zeigen. Mach mal die Funzel aus. Ja, ich glaube. Nee. Du kannst gleich was zeigen. Nee, ich will das jetzt zeigen. Ja, nicht. Du musst aussteigen. Bitte aus dem Auto raus. Ralf, ja, okay, du nein, Rolf, das möchtest du nicht. Bitte sag nein. Ich kann jetzt gerade nicht, ich bin der polizeiliche Maßnahme. Rolf, nein, tu das nicht. Kann jetzt gerade nicht. Okay, auf drei. Ist oh Gott. Oh, Bayer, warum nicht? Herr Hafer, ziehen Sie sich bitte eine Hose an. Der hat keine mehr. Ja, irgendwie hab ich sie verlegt. Die Lichter ja, Herr Stecher, jetzt Paris gehen Sie doch mal aus meinem Blickfeld. Ich muss hier eine allgemeine Verkehrskontrolle machen. Ja, den Anblick wollte ich Ihnen sparen, Herr Bayer. Ja, ich meine, ich hab schon, ja, gut. Wo warst die Kälte, ne, Herr Hafer? Genau, Bella, ja, genau. Allgemeine Verkehrskontrolle, haben Sie was getrunken? Verkehrsgetrolle. Gestern Abend, ja. Wo ist sie? Lustig, oder was, Frau Hansen? Lustig, hä? Bisschen schon. Miguel, krieg ich dein Hemd? Ich hab nur ein Bikini an. Ja, nee, Bella, das brauch ich.
Mir ist kalt. Darf man dann einmal bitte hier reinpusten? Och, Jupp. Warte, ich komm. Warum? Hier, bitteschön. Weil sie gestern Alkohol getrunken haben, wir jetzt schauen, ob sie überhaupt fahrtüchtig sind. Ach so. Und jetzt ja, reinpusten. Nee, das ist Stoppzeug. Okay. Weiter. Stopp! Und 0,49 Promille, da haben sie auch Glück gehabt. Ah, sehen Sie? Na dann einsteigen, Abfahrt. Darf ich auch mal pusten? Nee, sie haben da gerade draußen irgendwo irgendwas. Also, nee, danke. Ich möchte nicht. Also, ja. Ich mach auch mal. Ja, pusten Sie mal rein. Weiter. Ja, Sie müssen schon pusten und nicht reinrotzen. Ich weiß, ich muss mal eben bei meiner Flasche trinken. Harry? Ja, trinken Sie mal. Jetzt aber. Sobald ich deine Klamotten vom Dach runter habe, gebe ich sie dir. Weiter. Stopp! Oh. Ja, die liegen auf dem Dach. Herr Manos? Okay. Ja? Bringen Sie bitte Ihre Freundin nach Hause. So, kann ja der Harald 1,95 Promille ist nicht so cool eigentlich. Harry, fahr los! Na, aber Chef hat schon wieder einen dicken Ader am Hals. Es ist mir egal, fahr. Der interessiert sich sowieso gerade nicht. Viel Spaß noch. Tschüss! Wenn er jetzt freundlich wäre, Harry, würde der mir jetzt hinterherrennen. Chef, bitte komm! Der Manus, bei Ihnen läuft eigentlich, oder? Bei mir läuft es gerade bestens herbei. Also Ihre Mitarbeiter sind ja top. Ja. Es läuft alles bestens herbei. Es läuft alles bestens. Ich verstehe die Aggression in Ihrer Stimme gerade nicht. Ist keine Aggression. Nicht? Okay, gut. So, wer möchte als nächstes rausfahren? Keiner, wir schließen jetzt hier die Pforten. Die Frau Eilig ist gerade aus dem Traktor gesprungen und gerade vorher hierher gefahren. Ich habe Angst, da rauszufahren. Frau Eilig, ja? Komm mit. Ich kann einen anderen Weg, komm mit. Einen anderen Weg, okay. In den Geheimausgang. Ihr nehmt gar keinen Geheimausgang. Alle hier raus, Alkoholkontrolle. Ich bin der Mazda. Tschö. Halt, aus dem Traktor raus. Da kommt ein Mazda, Platz da. Ja. Blitzen, danke noch für die Party. Da, allgemeine Verkehrskontrolle. Einmal bitte die Seuche pusten. Ja, sehr. Und los. Halt dich, bei mir gibt's Bier. Ja, alles klar. Ich soll nicht ziehen, sondern pusten. Tschüss. Wow. Tschüss. Da ist wohl mehr. Pusten. Tschüss. Da ist wohl mehr im Spiel. Herr Gutmann! Weiter. Ja, Sie können nicht immer aufhören dazwischen. Holst du mal tief Luft. Und jetzt pusten. Los. Weiter. Okay, passt. Herr Gutmann. Sie schlafen heute hier, bis Sie nüchtern sind, das Ding bewegen Sie nicht mehr. Das kann aber nicht sein. Warum? Ich habe nur ein Bier getrunken gestern und eins für die Fahrt jetzt mitgenommen. Ah ja. Also, okay. Wenn ich dann zu Hause bin, Sie natürlich. Sie wissen schon, dass Atemalkohol den Atemalkoholwert bestimmt und wenn Sie jetzt gerade Bier saufen, ach Gott. Nee. Ja, ich habe ein Konterbier getrunken, Mann. Ich hab. Ja, sie lassen das Ding jetzt trotzdem stehen, also, sobald ich mit dem Bier hier in der Gegend. Also, wenn ich nur ein Bier trinke abends, brauch ich kein Konterbier. Dann lassen Sie ihn einfach mal. Also, der Promillepegel sagt gehörig hohen Wert, deswegen einfach mal. Herr Bayer, was soll das denn jetzt? Ich will dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter und die Gemeinde allgemein nicht irgendwelche Verstöße machen. Ja? Ey, raus aus meinem Haus hier, zack ich! Wo ist denn der Rolf? Herr Bayer, ich möchte, dass der Miguel mein Grundstück verlässt. Herr Bayer! Verlassen Sie bitte das Grundstück. Der hört nicht, gehen Sie hin. Der ist doch schon draußen. Drehen Sie sich mal um. Ah, gut. Hä? Hier? Ja, dann ist ja gut. Ja, Herr Gutmann, parken! Ja, ich komme nicht weg, weil die Christel im Weg steht, Mann. Ja, aber ich wollte rückwärts. Ja, Sie dürfen auch mal aussteigen. Wer, ich? Ja, Sie. Oh, warum fahren Sie rückwärts? Ich fahr schon seit 3 Tagen rückwärts. Wieso? Ist sehr entspannend. Ich hab bei ihm mal meinen Drogentest auch noch. So, dann einmal reinpusten, bitte. Weiter. Stopp! Gut, Sie lassen den Träger auch stehen. Wieso? Was macht denn eigentlich jetzt der Herr Stecher da? Darf ich den wenigstens wieder reinstellen zum Parken? Ja, Sie können ihn reinstellen, ist privat gerne, aber wir machen noch einen Wischtest, kommen Sie mal her. Och, ja. Über die Stirn hier. Da. Mal schütteln.
Aha. Also wenn er sich jetzt blau verfärbt, haben wir ein Problem, freilich. Du weißt aber nicht, von was es ist. Ja. Na gut, ich nehme ein paar Psychopharmaka, seitdem Emily verschwunden ist, aber sonst geht's mir gut. Tschüss. Ah ja, es könnte vielleicht daran liegen, dass sie das jetzt auch hier in blau... Herr Freezy! Ja? Die fahren auch nicht ohne Erlaubnis. Ich hab aber nichts getrunken. Ja, das sehen wir dann. Anhalten. Also das Ding ist jetzt blau, ich schieb's auf ihre Dinger da, ne? Auf ihre komischen... Ja, darf ich also weiterfahren? Sie fahren das Ding jetzt da rein. Oh, nee. Wir haben auch über 0,5 Promille, fahren das Ding da rein und dann dürfen sie zu Fuß laufen. Und wer bringt jetzt meine zwei Hühner an den Hof? Das ist ja mir egal. Oh, nee. Was macht denn eigentlich der Herr Stecher hier, Herr Freezy? Können Sie mir das mal erklären? Ich weiß es nicht. Das ist echt maximal belastend. Da, Herr Freezy, dann einmal Sie pusten. Weiter. Oh. Das war viel zu kurz. Herr Bayer! Also, so abstandsweise funktioniert das nicht, sie müssen durchgehen. Okay, warte. Bist du bereit? Pistolen. Oh, und los. Weiter. Herr Freezy! Ich kann das nicht! Funktioniert das nicht! Tschüss, Mika. Wir können auch eine Blutentnahme machen. Dann lieber. Nee, keine Blutentnahme. Nee. Dann lieber eine Blutentnahme. Okay, aber Sie schauen jetzt mal, gehen Sie mal die Linie hier gerade lang. Oh. Ja, okay, passt. Steig seine, fahren Sie. Danke. Ich muss auch, fahren, ne? Tschüss, Herr Bayer. Herr Freezy? Ja? Willst du mir gut überlegen? Was? Schauen Sie mal aufs Gerät. Welches Gerät? Hier Atomalkoholgerät. Was ist denn das? Exakt 0,5. Ich hab nichts getrunken! Wo kommen da die 0,5 her? Weiß ich nicht. Ich glaube, Ihr Gerät ist kaputt, Herr Bayer. Ich glaube, Ihr Leben ist auch gleich kaputt. Wo sind Sie überhaupt? Wieso höre ich die Stimme vom Herrn Gutmann? Er ist nicht mal hier in der Nähe. Das steht doch hinter mir. Ja, hallo. Ich glaube, Sie sollten mal pusten, Herr Bayer. Bitte, ich fahre mal, tschüss. Herr Bayer. Ja, pusten Sie mal. Was haben Sie eigentlich getrunken? Frau Hansen. Hallo, Herr Bayer. Schön, dass Sie auch hier sind. Na, da haben Sie eine rote Nummer auf Ihrem Fahrzeug. Ich doch nicht. Ich hab das Fahrzeug nicht gekauft. Ich fahr's bloß. Können wir jetzt fahren? Sie wissen schon, dass das Überführungskennzeichen ist, oder? Hab ich doch nichts für. Ja, das dient einmal zum Zwecke der Überführung, zum TÜV oder zu einer Probefahrt vom Händler. Was machen Sie gerade damit? Eine Probefahrt? Nein, ich hab es gekauft, Mann. Das ist eine Zweckentfremdung der Zulassung. Ist das Fahrzeug nicht zugelassen worden? Herr Bayer, Sie waren die ganze Zeit nicht Herr da. Herr Manus hat mir das so ausgeliefert. Kann ich doch nichts für. Wenn er hätte gesagt, ich fahre damit. Aber der Friedrichs war doch trotzdem da. Ja, aber das hat nichts gesagt, dass das nicht passt. Wir sind damit das sogar schon ewig weit gefahren. Nichtzulassung. Das Fahrzeug ist nicht zugelassen. Ich gebe Ihnen gleich eine Nichtzulassung hier. Was ist denn mit Ihnen schon wieder? Herr Bayer. Die Nerven. Ja. Ich muss da kurz dazwischen grätschen. Tatsächlich hatte der Herr Ziegel mal kurzzeitig die Nummernschildpresse in der Hand gehabt und hat die falschen Rohlinge eingelegt. Sehen Sie? Oh, wow. Aber Frau Hansen, deswegen müssen Sie trotzdem nochmal vorstellig werden und schwarze Nummern abholen. Das ist nämlich eine Zweckentfremdung, Frau Hansen. Zweckentfremdung. Sie wollen auch nicht zweckentfremdet werden, oder? Alter, Herr Bayer, jetzt aber! Was ist denn mit Ihnen? Tschüss, jetzt raus hier! Ritzel? Ja? Ich soll deinen Garten noch mähen. Ach, sollst du das? Wer sagt das? Liv hat das gesagt. Bitte? Ja, dann, wenn das stimmt. Stefan, ich hab das nicht gesagt. Egal, das Gras können wir gebrauchen. Hey Stefan! Jo, Bayer! Du sollst auch die Büsche zuschneiden, ne? Das geht nicht gut. Probier's einfach. Okay, übernehmen Sie die Verantwortung. Ja klar. Gut, mach ich. Alles gut bei dir, Gustav? Alles gut. Ich glaube, der muss selber erstmal blasen, ey, bevor uns blasen lässt, ja. Da macht er hier eine Riesenwelle, ey. Alter.
wetten, Miguel hat ihn angeschwärzt und hat ihm gesagt, er soll hierher kommen. Na sicher. Weil er nicht eingeladen war. Ja. Ja, der hat auch gerade schon wieder mit der Lüft wieder gequasselt. Was fährt denn da wie so eine lahme Ente da vorne, ey? Jeff, ich muss mal kurz los, Mikro. Lass dich bloß nicht abwärmen oder so ein Scheiß, ich mach dich alle. Nein, Alter. Hat er schon 10 Mal versucht, hat bisher noch nicht geklappt. Ja, was gut, ist Mann. Denn jetzt wieder los? Ja, was habe ich denn gerade gesagt? Sie sollen da oben bleiben, weil sie nicht fahren dürfen. Warum fahren sie jetzt trotzdem hier runter? Jetzt sind sie auf öffentlichen Straßenverkehr. Ja, weil ihr das Gerät... Das bedeutet, unter Einfluss von Betäubungsmittel waren es nicht. Nein, unter Einfluss von Rauschmittel haben sie jetzt am Straßenverkehr teilgenommen. Ich habe doch aber eine Rundumleuchte an, ich muss an die BGA, Junge. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Rundumleuchte da war. Paragraph 316 StGB, sorry. Ist so. Ja, dann würde ich mal sagen, sie wollen doch Strom in ihrer Stadt haben, oder? Das interessiert mich nicht, da müssen sie mit ihrem Chef runterfahren. Aber sie dürfen nicht fahren. Das ist Fakt. Ich fahre nicht. Sie, auf dem öffentlichen sie sind auf dem öffentlichen Straßenverkehr. Ja, mit einem Fahrzeug. Mein Traktor fährt von alleine. Das ist so ganz modern jetzt. Das bezweifle ich. Steht nicht so im Gesetz drin, dass das Fahrzeug alleine fahren darf, wenn sie alkoholisiert sind. Ich bin aber nicht alkoholisiert. Ich habe alkoholfreies Bier. Verhalten! Ja, jetzt blockieren die Straße! Ja, hier ist Verkehrskontrolle! Haben sie dich oben schon kontrolliert? Ja, dann hat der Gutmann auch nicht entschieden, dass er jetzt einfach trotzdem alkoholisiert durch die Gegend fährt. Ich habe keinen Alkohol. Herr Gutmann. Sie können gerne mit mir jeden Test machen, den sie wollen. Was hat das Atemalkoholgerät außer, oben außer gesagt? Blasen, weil ich halt irgendwann mal kurz einen Schluck genommen habe. Atemalkoholgerät hat oben gesagt 1,6 Promille und sie fahren trotzdem. Ja, wenn ich jetzt oben Schnaps getrunken hätte, hätte ich auch 40 Promille. Herr Gutmann. Das Gerät sagt das. Wenn Sie jetzt weiter diskutieren mit mir, dann gehen Sie mit mir in die Ding, dann kriegen Sie eine Blutentnahme. Oder ich drücke jetzt nochmal ein Auge zu, Sie lassen den Traktor hier stehen. Die Frau eilig, ihr wollt mich alle verarschen, oder? Herr Bayer, wir fahren hoch jetzt das Scheißding rechts ran, sodass ich es abschleppen. Sie fahren jetzt nicht mehr. Steigen Sie bei mir im Chef ein und ab. Ab! Also soll ich den Traktor jetzt hier stehen lassen? Na, den packe ich um. Nee. Doch. Raus! Also, den habe ich ganz neu gemacht. Mal, raus, Junge! Es kann sein, dass ich das Ding nicht beschlagnahme. Jetzt abmarsch! Raus! Raus aus der Karre, Junge! Die ist ganz neu, Alter! Da hab noch nicht mal ich reingepupst, ey! Ja, das Ding bleibt da stehen. Wenn sich's bewegt, kriegen wir Ärger. Herr Gutmann, raus aus dem Fahrzeug. Herr Gutmann! Jetzt pupst du in dein Auto Anzeige. Rein, Junge! Herr Gutmann, letzte Anzeige, dass Sie kommen gewahrsam. So, reingepupst, Junge! Ich hab nur in dein Auto reingepupst, weil du in mein Auto reingepupst hast, Junge. Ich hab da nicht reingepupst. Steigen Sie jetzt bei Ihrem Chef ein, sonst flipp ich aus. Ich dachte, soll bei Ihnen einsteigen. Nein, Sie steigen jetzt da ein. Oh. Ey, Chef, der hat echt eine Macke, ey. Das ist echt, ja. Schon wie Mose. Was macht er jetzt? Ich hab keine Ahnung. Fahren Sie jetzt! Ich kann nicht, hier steht nur noch davor. Gut, mal einsteigen! Ich sitz dort drinne! Ach so. Entschuldigung, ich fahr! Oh, nee. Da bin ich aber ein bisschen feucht in der Hose, Leute, ey, ohne Scheiße.
Oh, Gustav, ich war gerade echt stolz auf dich. Puh. Ja, ne. Sag mal, Fritzl! Ja, ja. Was war das denn schon wieder? Warum? Oh, nee. Keine Ahnung, ey. Der Bayer sollte mal wieder ordentlich. Ich weiß auch nicht, irgendwas. Und ich war mitten im Sandwich, ich konnte nicht weg. Vorne stand er, er stand hinter mir. Ich sehe, wie du auf einmal rückwärts fährst und abhaust. Ich denke mir so, nein. Ja, mir ist aufgefallen, dass der Umweg voll groß gewesen wäre. Das wollte ich nicht. Ja, ich denke, ja, der Bayer braucht wieder meine Freundin. Der hat wahrscheinlich zu viel Druck. Ja, der braucht dringend mal irgendwo, wo er, naja, ein bisschen Druck ablassen kann, der gute Herr. Ja, denke ich auch. Ach, Fritzl, hast du noch deine alte Puppe? Vielleicht sollte man die ihm mal schenken. Die liegt noch im Gemeindehaus, in das alte Büro von Faul. Ja, vielleicht sollten wir die ihm schenken zum Geburtstag oder so. Ach. Aber vielleicht sollten wir das anonym hinschicken, damit keiner verhaftet wird oder so. Aber jetzt ohne Eifersucht oder sonst irgendetwas, was wollte Miguel denn? Also, es ist nichts. Ich möchte nur wissen, wenn du es nicht erzählen willst, ist es auch okay. Nein, er hat nur gefragt, warum er nicht eingeladen war. Ach so. Was denn sonst? Und hat halt rumgemäht, so, ich bin nicht eingeladen, alle sind eingeladen, nur ich nicht. So ungefähr war das. Danke, Chef. Ich habe gesagt, dass ich die Regeln nicht gemacht habe und dass ich halt nichts dagegen gesagt habe, fertig. Ach ja, Chef? Ja? Wie ist denn unser Silagepreis? Der ist gerade bei 270, die 1000 Liter. Und was verlange ich da bei Miguel, weil da will jetzt nämlich was holen? Ja, 270 oder mehr. Alles klar. Ja. Oh. Zuerst Liv oben, den Fritzl am Machen, Bayern. Dann Gustav, alle machen den Fritzl aus, was ist da los? Aber, meine lieben Freunde, heute Abend um 20 Uhr Livestream. Schaltet auf jeden Fall ein. Es wird lustig und cool und sauber. Und ich weiß nicht, was noch alles cool ist. Aber wir sehen uns heute Abend 20 Uhr auf Twitch. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut bei McMahon vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.